Wie wählst du einfach und schnell in 5 Schritten? Am 18. Oktober 2015 wählen wir den Nationalrat und den Ständerat neu. Geh auf easyvote.ch oder öffne die EasyVote-App, fülle den Fragebogen aus und finde passende Kandidaten. Öffne dann dein Wahlkuvert an der markierten Stelle so, dass du es am Schluss wieder verschließen kannst und sortiere den Inhalt. Für die Wahl des Nationalrats hast du verschiedene Listen erhalten. Einerseits mehrere mit Namen vorgedruckte Listen, andererseits eine leere Liste ohne vorgedruckte Namen. Am Ende darfst du nur eine Liste einreichen. Du hast 3 verschiedene Möglichkeiten, wie du wählen kannst. Willst du einen Vorschlag einer Partei oder Gruppierung wählen, so nimm ihre vorgedruckte Liste und lasse sie so, wie sie ist. Du wählst somit alle Kandidaten, die auf dieser Liste aufgeführt sind. Du kannst eine vorgedruckte Liste aber auch von Hand abändern und deinen Wünschen anpassen. 4 Dinge kannst du tun. Willst du einen Kandidaten nicht wählen, so streiche seinen Namen durch. Willst du einem Kandidaten 2 Stimmen geben, so kannst du seinen Namen ein zweites Mal hinschreiben. Du kannst auch Kandidaten einer anderen Liste wählen und auf deine Liste schreiben. Wenn du willst, kannst du oben die Partei ändern. Vergiss die dazugehörige Listennummer nicht. Hast du leere Linien, so gehen diese Stimmen an die eingetragene Partei. Beim Wählen des Nationalrats musst du vor allem folgende Regeln beachten. Du musst mindestens einen Kandidaten wählen. Am Schluss dürfen auf deiner Liste maximal so viele Namen stehen, wie du Linien zur Verfügung hast. Jeden Kandidaten darfst du maximal 2-mal aufschreiben. Und du darfst nur offizielle Kandidaten aus deinem Kanton wählen, deren Namen also auf einer vorgedruckten Liste stehen. Wählen kannst du auch mit der leeren Liste. Die leere Liste kannst du von Hand selbst ausfüllen. Auch hier kannst du Kandidaten aus verschiedenen Parteien wählen und jeden Kandidaten maximal 2-mal aufführen. Passende Kandidaten findest du übrigens auf easyvote.ch. Dort kannst du dir auch gleich deine eigene Liste zusammenstellen. In den meisten Kantonen wählst du 2 Personen in den Ständerat. In den 6 ehemaligen Halbkantonen nur 1 Person. Bei den Ständeratswahlen gibt es je nach Kanton andere Regeln. Beachte darum zusätzlich auch die Informationen in deinem Wahlmaterial. Je nach Kanton sieht dein Wahlzettel etwas anders aus. In manchen Kantonen hast du einen Wahlzettel mit leeren Linien erhalten. Schreib auf diese Linien von Hand die Namen jener Personen, die du wählen willst. In anderen Kantonen hast du einen Wahlzettel erhalten, auf dem bereits die Namen der Kandidaten vorgedruckt sind. Kreuze das Feld neben jenen Personen an, die du wählen willst. Zusätzlich hast du in gewissen Kantonen auch die Möglichkeit, unter den vorgedruckten Namen von Hand eigene Vorschläge hinzuschreiben. Aber Achtung! In den Ständerat darfst du jede Person nur 1-mal wählen. Du darfst also keinen Kandidaten 2-mal aufführen. Kontrolliere nochmals, ob du beide Wahlzettel korrekt und von Hand ausgefüllt hast, lege sie in das kleine Wahlkuvert und klebe es zu. Unterschreib deinen Stimmrechtsausweis und lege ihn zusammen mit dem kleinen Wahlkuvert in das große Kuvert. Kontrolliere, ob das Kuvert bereits frankiert ist. Wenn nicht, so klebe eine Briefmarke darauf. Bringe dein Kuvert nun zum nächsten Briefkasten. Wo der ist, findest du auf easyvote.ch. Und schon hast du gewählt. So schwer war das nicht, oder? Hast du gewusst, dass trotzdem nur jeder 3. unter 25 Jahren wählen geht? Motiviere deine Freunde, an den eidgenössischen Wahlen vom 18. Oktober teilzunehmen und werde einer von 1000 EasyVote-Wahlhelfern.